is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Rein im Herzen und im Leben. Selig sind, die rein im Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Nichts, was verunreinigt und befleckt, wird in die Stadt Gottes hineingehen. Alle, die dort wohnen sollen, werden im Herzen rein geworden sein. In einem Menschen, der von Jesus lernt, wird sich ein immer stärkerer Widerwille gegen nachlässiges, sorgloses Verhalten, gegen unanständige Reden und grobe Gedanken zeigen. Wenn Christus im Herzen wohnt, dann herrschen dort Reinheit, edles Denken und Verhalten. Doch die Worte Jesu haben noch eine tiefere Bedeutung. Nicht nur bloße Reinheit im Sinne, wie sie allgemein in der Welt verstanden wird, also frei von allem, was sinnlich ist, frei von Begierde, sondern sie bedeuten auch Wahrsein in den versteckten Zielen und inneren Beweggründen, frei von Stolz und Selbstsucht sein, demütig, selbstvergessen, Kindern ähnlich. Nur wer einem anderen ähnlich ist, weiß ihn auch zu schätzen. Wenn ihr in eurem Leben das Prinzip der selbstaufopfernden Liebe nicht angenommen habt, den Grundzug seines Charakters, dann könnt ihr Gott nicht kennen. Wenn Christus in seiner Herrlichkeit kommt, dann können die Bösen seinen Anblick nicht ertragen. Das Licht seiner Gegenwart, das für alle, die ihn lieben, Leben bedeutet, ist für die Gottlosen der Tod. Wenn er erscheint, werden sie darum beten, vor dem Angesicht dessen versteckt zu werden, der zu ihrer Rettung starb. Für Herzen aber, die durch den innewohnenden Heiligen Geist gereinigt wurden, ist alles anders. Sie können Gott kennen. Moses war in der Felsspalte verborgen, als ihm die Herrlichkeit des Herrn offenbart wurde. Ebenso ist es mit uns. Wenn wir in Christus geboren sind, schauen wir die Liebe Gottes. Durch den Glauben schauen wir ihn schon hier und jetzt. In unserer täglichen Erfahrung erkennen wir seine Güte und Barmherzigkeit, wenn sich seine Vorsehung offenbart. Wir erkennen ihn im Wesen seines Sohnes. Menschen, die ein reines Herz haben, sehen Gott in einer neuen und innigen Beziehung als ihren Retter. Und während sie die Reinheit und Schönheit seines Charakters erkennen, sehnen sie sich danach, sein Bild wiederzustrahlen. Sie sehen in ihm einen Vater, der sich danach sehnt, einen reumütigen Sohn zu umarmen. Ihre Herzen sind von unaussprechlicher Freude und Herrlichkeit erfüllt. Menschen, die innerlich rein sind, leben während der ihnen in dieser Welt zugeteilten Lebenszeit so, als hielten sie sich in der sichtbaren Gegenwart Gottes auf. Und sie werden ihn in ihrem zukünftigen, unsterblichen Zustand tatsächlich von Angesicht zu Angesicht sehen, wie damals Adam, als er mit Gott im Garten Eden spazieren ging und sich mit ihm unterhielt. The Lord is coming. Are you ready?